Ja, moin moin, ihr geilen Gesichter da draußen, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Revell Adventskalender. Volkswagen T2 natürlich wieder. Wie gehabt, am Start sind wir. Und ja, heute ist es Türchen numero Viente oder Vente. Ist am Start. Wir haben gestern hier in Türchen 19 haben wir die Türen schon mal gemacht mit Verglasung. Das ist eine Flugtür, die fliegt allerdings nicht lange. Mit Verglasung haben wir gemacht. Habe ich gestern übrigens gar nicht gezeigt. Wir hätten auch, also nicht nur hier den Scheibenrahmen, sondern auch hier den Türgriff hätten wir bemalen können, wenn wir gewollt hätten. Ja, und dann haben wir hier die Scheinwerferhalterung haben wir auch schon gebastelt. Genau. Und jetzt gucken wir mal, wo die 20 ist und was die 20 beinhaltet, würde ich mal sagen. Dafür drehen wir den Kollegen wieder ein wenig herum. Und da ist die 20 ein recht schön großes Türchen, wenn ich... Was kommt denn jetzt noch, weil das zu groß ist? Okay. Da habe ich nun jetzt gar nicht mitgerechnet. Es ist ein zweiteiliges Türchen tatsächlich. Also zwei Sachen in einem Türchen. Also ich hoffe mal, dass es auch richtig ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das durchkommen sollte. Wir haben erneut einen Pinsel bekommen. Okay. Nochmal einen Stärke 2 Pinsel. P20. Also den wir schon haben. Ja. Den habe ich ja hier. Das ist ja unser erster Pinsel hier, der rechte. Den habe ich ja schon ein bisschen auseinandergefusselt. Der ist noch hier spitz und unbenutzt. Aber es sind die gleichen Pinsel. Das hatte der Benny in seinem X-Wing-Kalender ebenfalls. Da waren auch zwei Pinsel drin. Warum, wieso auch immer. Und, verdammt, jetzt hat er schon wieder hinten gefokussiert. Wir haben hier die 730, das Orange. Was wir auch heute brauchen würden, laut Anleitung. Das ist schon ein geiles Orange. Also, ja, wobei ihr seht es ja auch hier, also das ist schon kräftig. Ja, und das sieht auch hier in der Realität auch doch schon sehr kräftig. Oh, okay, das ist wirklich kräftig. Das ist richtig kräftig von der Farbe her. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht cool aus. Schade, dass wir es nicht benutzen werden. Also jetzt noch nicht. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man das jetzt mal so als Kontrast einfach so zwischen die anderen Farben hält, so. Naja. Ist ein Unterschied. Gut, da haben wir Farbe Nummer 4, die wir bräuchten. So schön, also die wir eventuell bräuchten, weil es ist ja alles, das steht ja auch in der Anleitung, es ist alles nur optional, dass du es anmalst. Du musst es nicht anmalen. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich gesagt habe, ja, da werde ich mit mir hadern, dass ich das nicht anmale. Und zwar, wenn wir uns Schritt Nummer 23 angucken, das ist der hier, der Step. Wir haben jetzt Orange bekommen für die Blinkergläser. Puh, da hadere ich ja doch schon mit mir. Aber wir bleiben unserer Linie treu. Ich will sehen, wie das Modell aussieht, wenn wir es nicht bemalen. So. Deswegen trenne ich da jetzt hier das Stück hier raus. Das da. Und die Frontmaske. Und dann bauen wir das zusammen. Also ab in die Bauansicht. Alright, da sind wir auch schon.
Und da dürfen wir jetzt ein bisschen zusammenstecken. Und zwar haben wir hier die Frontmaske. Die können wir uns ja auch mal jetzt gerade mal so genauer angucken. Da, Fokus. Nicht da, Tisch. Hier vorne spielt die Musik. So. Da sind die Lüftungsschlitze. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Da die Augen, der Mund und die komischen Augenbrauen. Und da von hinten. Und von hinten müssen wir da auch gleich dran. Und zwar die Lampenmaske. Die kommt so rum. Wird die hier reingedrückt. Und das war's schon. Das hält doch nie. Das hält doch gar nicht. So, dann wird hier reingelegt, aber. Okay. Ich lasse das jetzt mal so da drin und dann kommt hier. Die Blinker-Abteilung dran, das ist halt hier so ein Klarsichtteil, ne? Da ist der Fokus auch immer ganz fröhlich. So, da ist auch wieder ein bisschen geriffelt, da wo das Glas ist. Und das setzen wir jetzt so rum, glaube ich. Genau, setzen wir das hier oben ein. Hat auch Löcher, das hat Löcher und auf dem Teil hier auch die Gegenstücke, damit man es reinklipsen kann. Ich hoffe, ich kriege die auch wieder gut da raus, wenn ich das bemale. So, und dann haben wir das. Jetzt drücke ich mal von hinten hier gegen die Lampenmaske. Und dann sieht das schon nach was aus. Hier natürlich, jetzt sind die Blinker hier natürlich Klarglas. Ja, das ist logisch. Da schauen wir mal, wie das dann letztendlich am Modell aussieht. Aber gut. So. Ja, ja, ihr fallt jetzt immer wieder heraus, ist klar. Mal gucken, mit was das hier befestigt wird. Also so, dass das da bleibt. Aktuell wird es jetzt immer rausfallen. Ja, und damit hätten wir jetzt erstmal die Bauchschritte beendet. Von dieser Seite hier. Also da sind wir komplett mit durch. Jetzt freue ich mich auf den morgigen Tag, denn dann bekommen wir was Feines anscheinend. Ja, toll. Ja, da sind die Lichter, ihr seht das, ne? So, da bekommen wir was Schickes, womit wir dann wieder weitermachen können. Und dann, läuft der Hase doch. Das ist doch schön. Freunde, oder wie sehe ich das? Ja, das ist doch ein Fest, ist das doch hier. Ein richtiges Fest. Demnach bleibt mir jetzt wieder nichts anderes zu sagen als, wobei doch, ich habe noch einen kleinen Zusatz. Das ist so geiles Wetter, also wenn ihr jetzt auch hier bei euch so geiles Wetter habt heute, raus mit euch, nutzt das. Schön Spaziergang oder so bei dem geilen Wetter, definitiv. Wir haben ja, es ist schon fast Sommer hier, weißt du, also Sonne scheint, blauer Himmel und es ist gar nicht mal so kalt. Also raus, geht spazieren, genießt die frische Luft. Ist super Wetter gerade. Ich glaube, das mache ich nachher auch noch. Ja, das ist eine Idee. Also raus mit euch, Schuhe an, Jacke an und raus, geht spazieren. Und habt da draußen einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht's gut. Ciao, ciao.